Ladies, gentlemen, it's showtime, folks! How lucky can one guy be? I kissed her, but she kissed me. Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her, but she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keep spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread, thank you, sir. It's just like the fellow said. Tell me quick, ain't that a kick in the head? Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keep spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. Oh, I couldn't feel any better. Oh, I'd be sick. So, tell me quick. Oh, sweet. Das kann man bitte sein. Die Pferdchen. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Mustang. Ja, nicht die Hosenträger verlieren. Danke. Vielen Dank. Alter, hey, das ist ein richtiger Tänzer. Das ist los. Das ist ein richtiger Tänzer. Was ist denn los hier? Hä? Hast du deine Steppeisen an oder was? Der Hufwalk. Ist falsch geworden. Hä? Hey, Entschuldigung bitte, wie krass kann man tanzen in so einem Kostüm, ohne was zu sehen, dabei noch zu singen? Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Das kann eigentlich nur Horst Gonzalez sein. Ach so. Genau. Der Bruder von Jorge Gonzalez. Nein, das war natürlich ein schlechter Witz. Der aber, heißt Horst? Ja, genau. Horst. Genau. Horst. Aber so. Endlich haben wir den Mustang mal atmen hören. Danke, jetzt wissen wir, dass ein Mensch drunter steht. Aber es scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. Ja? Aber da ist doch eine, da ist eine richtige Tanzausbildung dahinter. Ja. Bei dieser Sprung mit dem hier, das ist no joke. Kann lass uns mal Mars Dancer machen, finde ich gut. Ja, alles. Nein, da ist jemand... Wenn Bürger Lars Dietrich nicht schon hier gewesen wäre, würde ich sagen, er ist noch mal da. Ja. Was es nicht sein? Geht das? Nö, ist nicht ausgeschlossen. Wer?
Nicht? Ja, ausgeschlossen. Ich habe gesagt, wenn Bürger Lars Dietrich nicht schon da gewesen wäre, würde ich sagen, der ist. Du, aber soll ich dir ganz kurz was sagen zum Thema, wer schon mal da gewesen sein könnte? Und jetzt weiß ich, weil alle sagen, war schon da. Aber heute stehe ich am Flughafen in Köln und da sehe ich einen Typen, sehr athletisch, ähnlicher Körperbau, ähnliche Haare, aber mit einem Baseballcap ganz tief ins Gesicht gezogen. Aha. Und ich sehe den und denke mir, hey, das ist Henning Baum, will hingehen. Und denke mir im letzten Moment, nein, vielleicht versteckt er sich genau deswegen. Aber war ja die Jack Bocker, ne? Aber war ja das Bocker. Okay. Ja. Darf ich abschließend dem Mustang nur eine kurze vertrauliche Frage stellen? Mustang, darf ich dich kurz was fragen? Und zwar in unserer Sprache Mustangisch. Ganz kurz nur. Danke. Ist angekommen. Ist angekommen. Wo bin ich hier? Was ist das? Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich weiß genau, was du fühlst, Mustang. Was uns der Mustang oder mir gerade auf Mustangisch verraten hat, ist, er fährt gerne Fahrrad. So. Deswegen vermute ich, dass es ein ehemaliger, es könnte sein, ein ehemaliger Tour de France-Gewinner ist. What? Oh mein Gott. Ich komme auf Jan Ulrich. Ulrich, pardon. Der so tanzt plötzlich? Jan Ulrich. Ich weiß es nicht. Auf Mustangisch kann ja. Aber ich liebe es, dass du Radsport gesagt hast, weil ich habe ja, ich finde es auffallend, wie deutlich der Mustang immer spricht. So, ja. Was ja definitiv für eine Sprecherziehung, eine hochqualifizierte und professionelle spricht. Es könnte ja zum Beispiel ein Nachrichtensprecher drunter stecken. Hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, Jens Rieber, Judith Jarakas. Und wer Vorsitzender des Radsportvereins war in Hamburg, ist Marc Bartor, der tatsächlich auch singt. Nein. So, und er ist mega sportlich. Das wäre ein Ding. Ja. Was? Rudolf Scharping fährt aber auch Fahrrad. Irre. Rudolf. Ich hätte eine Theorie, aufgrund der Hinweise, jetzt nicht unbedingt aufgrund des Rests. aber von den Hinweisen her habe ich das auf jeden Fall Sportler, wegen Sporthose und die ganze Fitness. Aha. Und Pferd, schwarzes Pferd. Und Champion war mal auch ein Hinweis in der ersten Folge. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht, es ist ja manchmal jemand, den man gar nicht vermutet. Aha. So, und tatsächlich? Dann habe ich gedacht, Sebastian Vettel. Mir neu. Ja, Champion, pass auf, war bei Ferrari. Ach nee, Lamborghini ist das Pferd, ne? Aber mag kein Rot, weil er Ferrari verlassen hat. Rennstall. Ferrari ist das Pferd. Rennstall. Und Ferrari ist das Pferd, ja. Im Film hieß es auch nervenaufreibendes Rennen. Das ist ja brillant. Wenn das jetzt Sebastian Vettel wäre, das wäre mega geil. Aber er ist es nicht. Oder denke ich zu kompliziert? Nein, nein. Nein, du hast es nur kompliziert ausgedrückt. Aber der Gedanke war gut. Pferd, warum nicht? Warum mag er kein Rot? Er mag ich habe gedacht, Rot. Mag kein Rot. Was, also Rot oder ist er Rot? Stier von seinen Sternzeichen her. Ja. Einzige, und der hat einen Witz erzählt. Er fasst sich an die Schläfe. Heißt bei Mustang Stier. Stimmt nicht. Wenn stimmt das einer übersetzen kann, dann du. Du bist kein Stier. Doch. Ah, ich bin Stier. Aber wir sind doch kein Stier. Ich hab recht. Bist du ich Stier? Wer ist Stier? Opti, du? Nein. Der was, ich Alvaro hat ja Hendrik Durin gesagt, ne, mit der Glocke, der Lehrer und so. Ich habe mal geguckt, was der hat in allen Serien der Welt mitgespielt im Übrigen. Okay. Und hat auch eine Gesangsausbildung. Und er ist Stuntman. Mhm. Und er ist Stuntman. Und der Alvaro hat wieder super Tipps hier gegeben. Ja. Mustang hat er dreimal durchgestrichen, Sportler durchgestrichen, Sportler durchgestrichen, Sportler durchgestrichen. Er ist kein Sportler. Ja. Kein Sportler. Alvaro hat einfach abgeliefert. Was will er denn? Sportler. Also kein Sportler. Okay. Oder ehemaliger Sportler. Maschine. Was ist denn mit dem Tresor, Freunde? Wollen wir, wollen wir den Tresor bei ihm aufmachen? Oder noch nicht? Ja, noch? Warum lieber nicht? Bei jemand, wir haben noch Lulatsch. Ich mache immer alles direkt auf. Das haben wir am Geschenk gemerkt. Sehr schnell. Heute. Ihr könnt jetzt, aber wir haben ja auch noch zwei. Ja, aber nachher ärgern wir uns. Wir haben noch Lulatsch und Eisprinzessin. Aber Caro ist so vorfreudig bei Tresor. Du bist bei ganz starken Augen bekommen. Ja, ich mag Tresore. Ja, ich merke es gerade, Caro steht auf Tresor. Knacken. Nee, lass uns den Tresor bei Lulatsch aufmachen, weil da habe ich gar keine Ahnung. Ich auch. Caro. Sehr gut. Machen wir's. Also kein Indizientresor an dieser Stelle. Nee. Dann einen Applaus.
für Black Beauty. Was ist hier los, Mary Poppins? Kommt ein Pferd in eine Bar. Gut, warum nicht? Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen? Dann klicke hier. Oder abonniere doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da oben. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen.